Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scroll und ich begrüße euch hier wieder mal auf unserem Spielbrett. Und wir starten jetzt heute mal nicht in das Solo-Adventure direkt, sondern wir gehen hier in unser Casual-Spiel, also gegen Spieler, und spielen unseren Scroke. Scroke hieß er ja irgendwie sowas. Weil wir hier nämlich Rogue 2, Rogue 5 haben und ich will wenigstens zwei Siege mal mit dem Rogue hinkriegen. Wir werden jetzt als allererstes mal aber mit dem Rogue nur, mit dem Scroke, nur Casual spielen, um zu probieren, wie es läuft. Weil ich das schon gar nicht mehr weiß, weil das ein bisschen her ist leider, dass ich das letzte Mal Hearthstone hier gespielt habe. Besser gesagt, das letzte Mal Hearthstone aufgenommen. Oder gucken wir mal, wer unser Gegner ist. Ich hoffe, es wird ein relativ einfacher Gegner sein. Weil das Ganze ist jetzt schon eine Woche her. Ist es eine Woche? Ich weiß es gar nicht mehr richtig. So um den Dreh rum. Ich muss ja immer so ein bisschen in Blöcken aufnehmen, weil dann kommt ja immer hier Arbeiten dazwischen und alles mögliche andere noch. Kennt man ja. Na, hier, Legendaries haben wir auf jeden Fall drin gehabt. Die kommt erstmal weg, die wollen wir jetzt noch nicht haben. Ja, das sieht doch schon besser aus. Zwei Dreier-Drops und ein Zweier-Drop. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Noch ein Dreier-Drop, okay, end turn. Erstmal begrüßen wir ihn. Ich finde irgendwie, der Schurke hat mehr so diesen Antwortsatz. Weil the pleasure is mine ist, die Freude ist ganz meinerseits, wenn ich es richtig weiß. Und das ist ja eigentlich eher, sagt man so, als Entgegnung für was anderes. Wenn man sagt so, ich grüße sie, keine Ahnung. Was sagt man denn so? Ich grüße sie, die Freude ist ganz meinerseits oder sowas in der Art. Wer weiß das schon? Jetzt pickt er einmal. Lol. Okay, ich habe gedacht, er geht jetzt einmal auf meinen Dragon hier. Machen wir das ganz einfach. Zack. Wir ignorieren die jetzt komplett. Obwohl wir wahrscheinlich im nächsten Zug müssen wir auf jeden Fall einen Dagger spielen. Obwohl, wir können auch das hier spielen. Und dann einen killen. Jetzt kommt es drauf an, was er spielt. Dann werden wir es ja sehen. Okay, er heilt. Ja, das trifft sich doch mal ganz gut, hätte ich gesagt. Dann machen wir das doch glatt mal so. Backstab auf ihn. Das hier auch auf ihn. Ein Schaden auf ihn. Ein Schaden auf ihn. Und drei Schaden auf ihn. Dass wir immer schön das Board clear halten. Das darf man nicht vergessen. Ich habe, wann war es? Vor ein paar Tagen war es, glaube ich, habe ich gegen einen Schurken gespielt. Mit einem Druiden. Ich habe am Anfang gedacht, hier, ja gut, okay. Ist ein ganz normaler Schurke. Bis er dann angefangen hat, seine Zauber plus 1 plus Ding rauszuhauen. Da habe ich mich aber halt doch kurz gewundert hier, weil ich habe noch nie so wirklich einen Caster, einen Rogue-Caster gesehen. Es war aber richtig krass, weil der hat dann irgendwann mal ein Backstab mit 5 rausgehauen. Da habe ich mich ja dann schon mal schnell umgeguckt. Aber naja, sowas passiert halt mal. Jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt quatschen wir mal nicht so viel, sondern machen mal hier ein bisschen Action. Ich würde den hier spielen. Zack. Würde ihn. Auf ihn gehen. Geh auf ihn. Und geh ins Gesicht. Ich bin jetzt absichtlich nicht mit dem drauf gegangen, dass wir ihm mehr ins Gesicht hauen können. Und im nächsten Zug würde ich gern die zwei hier spielen. Weil, hallo, das ist. Krasser Mech plus 2 plus 2 am Ende des Zugs, das ist eigentlich schon recht gut, muss man sagen. Das ist wirklich recht gut. Okay, jetzt bräuchten wir einen Mana mehr natürlich. Aber das machen wir jetzt einfach mal so. Zack, zack. Ja, mein Gott. Was soll's? 4 Schaden werden wir auch nochmal überleben. Zack, jetzt haben wir hier einen richtig krassen 5-6er erstmal. Und wenn er jetzt nichts macht, eigentlich sollte er mal so langsam eine Weihe spielen, habe ich so das Gefühl. Dann wären auf jeden Fall 2 von meinen Creeps down, aber er hätte 4 Mana weniger.
Ja, ne Weihe. Consecration. Genau. Zack. Oh, jetzt hat er nur noch ein. Genau. Eins für seinen komischen Hanselmeier da. Wir gehen ihm ins Gesicht. Ah, ich hätte Poison draufhauen sollen, aber das ist jetzt egal. Und beenden unseren Zug, weil wir halt einfach nichts machen können. Wir können jetzt zwar nochmal hier Blade Fury machen, aber da würde ich jetzt lieber warten. Weil, wenn wir nochmal mit ihm ins Gesicht gehen können, dann hätte er noch... Acht. Acht und fünf. Let me think. Ah, acht und fünf ist halt schon krass. Ah nein, jetzt tötet er direkt, ja. Nein, ah doch. Doch, 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 doch. Er hat ja sein... Ding da gehabt. Oh, jetzt müssen wir so langsam aufpassen, weil er jetzt halt wirklich... Er hat jetzt Board Control, Field Control. Spielen ihn hier. Jetzt lasst mich mal überlegen. Wir gehen jetzt hier mit ins Gesicht. Damit machen wir eben 3 Schaden, dann hat er noch 10. Dann können wir die hier auf 3 buffen. Können zweimal angreifen, das heißt, wir machen jetzt erstmal so. Holen uns die hier. Schmeißen da erstmal das Poison drauf. Und beenden unseren Zug. Okay, also, jetzt müssen wir gut aufpassen, weil jetzt kommt es wirklich drauf an, auf jeden Zug. Jetzt müssen wir mal schauen, weil wenn er jetzt irgendwas Hohes spielt, müssen wir das auf jeden Fall mit einem... Oder ein Taunt, auf jeden Fall mit einem Zap vom Board schicken. Nein, er tötet unseren Yeti. So war das nicht geplant. Feuerwehr, Zap? Nein, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Shit. Zack. Das war jetzt ein bisschen dumm, muss ich sagen. Da hätte ich zuerst ihn spielen sollen. Ah, shit. Obwohl, das wäre auch nicht sinnvoll gewesen. Mann, da habe ich mich verzählt, hey. Das kann ja nicht sein. Ich dachte, ich habe schon 10 Mana. 10 Mana. Okay, im nächsten Zug stirbt er auf jeden Fall. Oh, jetzt will er mir ins Gesicht gehen. Okay. Ah, ein Secret, okay. Ich denke, ich weiß, was für ein Secret das ist. Oh, er heilt sich jetzt, das gibt's nicht. Und zwar schätze ich, es ist das Secret, was, wenn ich eine Karte spiele, dass er, also wenn ich ihn angreife, dass er dasselbe, dass er das auch ab, dass ich das auch abkriege. Jetzt probieren wir das mal, zack. Ja, okay, oder er setzt unser Health auf 1. Aber das ist uns relativ egal, weil mit dem hier wollen wir das ja sogar fast. Zack. Damit machen wir jetzt erstmal Fat Damage. Jetzt muss er die hier traden. Oder er tradet es mit seinem Hero. Aber was, das wäre ziemlich, ziemlich dumm. Und wir haben jetzt einfach mal die Hoffnung auf noch eine gute Karte. Weil das wäre unser erster Sieg mit einem Rogue und den brauchen wir. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein Schlückchen trinken. Einen Moment, schnell. Es war ja natürlich klar, dass er jetzt sich irgendwie heilen wird. Das ist... Oh, wen haben wir denn da Schönes gekriegt? Wer ist denn er hier? Whenever your opponent casts a spell, summon a... Rock. Kenne ich nicht, weiß ich nicht, will ich nicht. Oder vielleicht doch. Jetzt gehen wir hier drauf. Zack. Spielen den Yeti. Zack. Batsch ins Gesicht, weil entweder wenn wir ihn töten, dann tötet er uns mit dem Rekruten. Und das ist... Wir wollen einfach, dass er sein Board leer kriegt. Und wir haben ihn jetzt schön Schaden gemacht wieder. Das heißt, also es ist wieder in erreichbarer Nähe. Aber jetzt ist 5 und 1... Ah, sind 6. Nein, er hat gewonnen! Er hat gewonnen! Oh, shit! Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Ah, oh, soweit habe ich nicht ins Voraus gedacht, leider. Ach, das ist der Burial. Aber warum kann er kein Taunt haben? Ja, well played. Shit, war nicht so geil. Wir müssen an dem Deck noch ein bisschen schrauben, habe ich das Gefühl. Wir brauchen mehr Card Draw, auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal schnell in die Collection rein. Auf den Scroke. Jetzt mal schauen, können wir hier irgendwie Card Draw reinmachen? Ihn hier habe ich diese Runde gar nicht gesehen. Das hier wäre auf jeden Fall mal Card Draw und macht einen Schaden, das wäre ganz nützlich. Da würde ich sogar fast einen Backstep dafür raustun. Hier hätten wir auch Card Draw. Aber was tun wir dafür raus? Es gibt ja so viele Karten, die ich gar nicht gesehen habe jetzt gerade in der Runde. Zum Beispiel hier die Ogre habe ich nicht gesehen. Habe ich den Sentient gesehen bei mir im Deck? Keine Ahnung. Vanish wäre halt auch eine ganz praktische Karte. Ich glaube, die tue ich auch nochmal rein. Dafür tue ich jetzt einfach mal hier ein Sap weg. Sprinten oder Vanish? Nehmen wir mal Vanish mit. So. Aber jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Nochmal ein kleines Casual. So. Das wird halt jetzt ein bisschen eine Probierfolge vom Rogue. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Das muss halt auch mal sein. Man macht halt auch mal hier so ganz Neues, ganz Raffiniertes. Wenn ihr irgendwie Tipps habt so für ein Rogue-Deck, könnt ihr das gerne, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Oder rechts, kommt drauf an, wo ihr guckt. Auf dem iPad zum Beispiel ist es rechts unten und auf dem Android und auf dem Computer ist es direkt unter dem Video. Das müsst ihr halt einfach mal gucken. Ah, ich hätte noch ein Bärchen wegtun sollen. Jetzt weiß ich, wer fehlt. Meine zwei Clowns fehlen mir noch. Wow. Diesen Zug habe ich seit, ich weiß gar nicht wie lang, nicht mehr gesehen. Es ist eigentlich so, dass das Einzige, was man nicht machen sollte mit dem Archer, den direkt am Anfang zu spielen und auf den Hero zu gehen. Denke ich zumindest. Also für mich war der Archer immer ein Finisher. Weil jetzt kommt nämlich, dam dam dam, der große böse Bär und frisst den kleinen Elfen-Archer auf. Außer der große böse Mage hat was, um den großen bösen Bären zu töten. Was natürlich ziemlich groß und böse wäre. So, jetzt mal schauen, was spielt er? Er tötet meinen großen bösen Bären. Und geht weiter mit seinem behinderten Archer in mein Gesicht. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir spielen den hier. Nee. Wir spielen den hier. Und spielen den nächsten Zug, dann die zwei. Weil jetzt muss er nochmal einen Spell raushauen. Und dann im nächsten Zug hauen wir den Zweier und eine Waffe raus, wenn er jetzt nochmal einen Spell hat für mein Bärchen. Ich hoffe einfach, er legt endlich mal ein Minion noch. Ah, okay. Oh, das ist eigentlich mal so gar keine so dumme Kombo. Ja, komm, mach mir zwei Schaden. Vollkommen in Ordnung hier. Ach, schau mal einer an, hey. Das trifft sich ja gut. Zack. Zack. Und sollen wir den auch hier traden? Ja, komm, was soll's. Der Bär wäre so oder so gestorben. Würde jetzt dann... Ja, er greift an. Okay. Und er holt sich zwei Karten und gibt mir ein... Sein Fireball. Ne, was ist das? Ein Fireblast. Fireblast, richtig.
ins Gesicht. So, wir spielen jetzt als nächstes. Ach, sollen wir den Sengin spielen? Oder eine Yeti? Ach komm, wir spielen eine Yeti. Das Feld ist gerade so schön leer. Und beenden unseren Zug. Unsere Zweierwaffe behalten wir jetzt einfach mal auf der Hand. Die finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn die Waffe so ein bisschen gebufft ist. Die kann so gerade diese Mirror-Dinger da hier, Mirror-Image, kann sie killen. Und ja, so kleinere Minions auch. Er hat 6 Karten auf seiner Hand. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das ist auch 6 theoretisch auf der Hand, wenn wir wieder dran sind. Er polymorpht unseren Yeti. Ist das dein Ernst? Naja, okay. Das ist zum Beispiel etwas, was ich... Ich will den Sept nicht spielen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr, sehr selten auch gesehen habe, dass man so eine niedrige Karte polymorpht, außer man hat nichts mehr auf der Hand, dass es wirklich die letzte Chance für einen ist, dann verständlich, aber so hätte ich das jetzt eher nicht gedacht. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so wirklich der erfahrene Mage-Spieler. Meine Klasse ist... Ja, okay, ich spiele schon ab und zu gern den Mage, aber meine Klasse ist eigentlich hier der Hexenmeister. Und teilweise der Druide. Ist das dein Ernst? Okay. Dieses unstabile Portal, das Unstable Portal, erinnert mich extrem an, wie heißt es nochmal, an den Blackrock Mountain, an die erste... zweite Class Challenge war es mit dem Mage, wo man nur diese Dinger hatte. Ich fand das absolut genial. Das war wieder was, wo Blizzard sich wirklich übertroffen hat. Weil sowas macht mega Spaß. Also mir zumindest macht das mega Spaß. So, jetzt schauen wir mal. Aber mal schnell, bevor ich hier weiter laber. Wir spielen Armani Berserker raus. Und spielen eine 5er Waffe raus. Und die hier trade ich einfach mal. Zack, zack, machen wir da. Jetzt überlege ich gerade. Wir machen das so. Machen das so und so, weil die kriegen dann beide nur einen Schaden. Zack und zack. Gescheite Waffe raus und jetzt gibt's Action hier, Junge. Ja, ja, dieses unstabile Portal. Ich glaube, das muss ich echt mal nochmal spielen. So privat, das werde ich jetzt nicht nochmal aufnehmen. Und es geht ja auch bald weiter mit dem Heroic-Modus. Das wird wieder was. Mit dem Heroic-Modus habe ich gerade ziemlich meine Probleme, muss ich sagen. Deswegen kommen auch die Folgen nur alle 2 Tage, weil ich euch auch nicht mit... Boah, du mieses Stück. Du bist ein richtig, richtig mieses Stück. Weil ich euch auch nicht die ganze Zeit hier langweilen will mit hier... Ja, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt. Ich spiele den Sensei jetzt nicht, weil das nämlich total dumm wäre. Weil er den jetzt sofort raushauen würde mit irgendeiner krassen, mit irgendeinem Spell oder sonst was. Irgendwie sieht das nicht so geil aus, hey. What the fuck? Woher kriegt er diesen Krampf? Ah, aus seinem unstabilen Portal, hey. Da zieht man ja einfach random irgendwas und das finde ich richtig, richtig assi. Deswegen muss der weg. Der muss her. Willst du mich verarschen? Der kostet 3. Ich hab gedacht, der kostet 2. Mann! Dafür gibt's erstmal eins ins Gesicht, Junge. Der Goshamba. Okay, er zieht eine Karte. Ist noch in Ordnung. Und ein Secret. Ein Secret. Was natürlich jetzt lustig ist, ist, wenn er ein Mirror Entity hat. Das finde ich jetzt nicht so geil, obwohl er kommt dann auf 3 und 3. Okay, wir spielen jetzt hier den hier. Komm schon. Doch, Mirror Entity. Ja, war klar. Aber wir haben hier ihn hier. Patch. What you looking at? Zack. Und ins Gesicht, weil... Katsching! 3-3! Und ein geiler Taunt. Das ist eigentlich auch voll die Mega-Kombo, hey. Er hat,
das Shield, die Angstblase und Taunt, Defiant Shield. Scatter Shield heißt es auf Deutsch, genau. Und die Angstblase. Und der schiebt mich. Boah, du Stück. Heute bin ich ein bisschen in Fluch- und Pöbellaune, merke ich gerade. Ja, das liegt daran, dass ich hier nicht so arg viel geschlafen habe heute. Es war gestern ein bisschen anstrengend. Ja, aber so ist das im Leben. Man kann nicht immer ruhige Tage haben. Zack, raus damit. Eins, zwei. Und mit dem Schäfchen greifen wir natürlich auch an. Sollen wir hier? Ne, wir lassen das jetzt erstmal. Jetzt kriegt er wieder plus. Das ist doch auch ein Mech. Also, das ist random, welchen Mech, okay. Weil sonst wäre das richtig krass gewesen. Dann hätte er hier nämlich. Blabli blub. 7 und 9. Ich hasse Mages. Außer ich spiele sie selber. Oh Mann, das gibt mir so auf den Zeiger, diese komischen Mage-Typen. Zack. Ne, die spiele ich jetzt ganz sicherlich nicht. Das wäre ein bisschen dämlicher wahrscheinlich. Nächsten Zug, wenn er nichts spielen kann, ist er down. Jetzt mal gucken. Jetzt hat er wahrscheinlich irgendeinen Cast gezogen, um ihn zu töten. Ich hätte ihn doch zurück auf die Hand nehmen sollen. Nein, dann zieht er jetzt einen Cast, um ihn zu töten. Komm schon. Hau raus, Junge. Hau raus. Töte ihn. Da kriege ich eine neue Legendary. Und ich hoffe, es ist Ragnaros, dass er dich zerstört. Vernichtet, in Einzelteile zerlegt. Wahrscheinlich will das jetzt mit einer. Hat er eine Arcane Missiles gezogen? Ah, okay, er will verhindern, dass ich ihn angreife. Alter, what the fuck? Warum? Ich hab dir doch gar nichts getan. So. Na gut, mehr kann ich nicht machen. Ich schicke den hier sicherlich nicht wieder zurück auf die Hand. Obwohl das sinnvoll gewesen wäre, weil er ja jetzt meine Legendary zerstören kann. Dein Ernst? Er geht mir jetzt total ins Gesicht. Weißt du, was ich jetzt einfach mache, Junge? Zack, weg mit dem. Zack, drauf damit. So sieht's nämlich aus. Well played. So, 3 und 2 und 5. So, und damit haben wir jetzt doch noch den Sieg geholt gegen den Mage mit unserem Rogue. Aber der Rogue ist, naja. Also es ist jetzt kein gutes Rogue-Deck, aber auch kein schlechtes Rogue-Deck. Ich weiß nicht, also mir gefällt es jetzt gerade bis jetzt noch nicht so arg. Vielleicht muss ich mich auch noch mit dem Rogue ein bisschen einspielen, das muss ich dann mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder halt ein Abo oder einen Kommentar. Vor allen Dingen auch, wenn ihr ein gutes Rogue-Deck wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, es würde mich freuen. Und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt A Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scrawl, bis die Tage, tschüss.